Was ist, wenn ich... Okay, er hat die Hälfte seines Lebens und er hat mir nichts abgezogen. Weißt du was, dann mache ich jetzt so weiter, bis ich aufstehe, dann gehe ich schlafen und dann verprügel ich ihn einfach nochmal. Oder er mich nochmal. Weil er hat mir ja kein Gold geklaut. Von daher, selbst schuld. Ich will so eine Rüstung. Das hätte er auch selbst wissen können. Ja, das hat er natürlich. Die Rüstung ist voll scheiße. Die sieht aus wie die schwere Banditenrüstung aus Gothic 1. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Er hat auf die Falsche. Das ist Bulko, oder? Wieso geht er nach draußen? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Warte mal. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich wüsste nicht, was ich brauche. Warte mal. Sagt dir der Name? Ich kapiere zwar kein Wort von dem, was du da faselst, aber dein... Du hättest auf seine Schafe aufpassen sollen. Was interessieren mich seine Schafe? Lee interessieren sie. Worauf willst du hinaus? Wenn du mir weiter auf den Keks gehst, werde ich dafür sorgen, dass du die Schafe bezahlen musst. Wenn du also auf deinen Sold Wert legst, lass mich in Zukunft zufrieden. Du. Ja? Das war doch schon vorher. Mieser kleiner Penner. Der ist auch ausgeschlafen, scheiße. Das hat er warte mal. Gewusst. Da muss man mal ganz. Kassier ist trotzdem. Steck die Waffe weg! Ich hab versucht, das Scheiße. Ja, fertig! Hör dich auf! Hör dich auf! Scheiße! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Nicht, du hast das nicht gewusst. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Verdammt! Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen! Klau mir nichts. Von mir erfährt keiner was. Ich hab gesagt, nein, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ne. Deine Waffe nehme ich mal mit. Oh, ein Kampf. Junge, mach das ja nicht nochmal. Das wirst du bereuen. Alter, dieses Geruch hier. Fertig. Grad sieht das verdammt gut für mich aus. Na, mach schon. Das hat ja. Steck die Waffe weg. Klug. Ich habe es geschafft. Das wundert mich. Geht doch. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Jetzt. Wem kann ich sagen, dass ich Bulko verprügelt hey. Habe? Tekla. So? Was hat... Das weißt du verdammt... Warum unter... Hey! Nee, ich provoziere den nicht. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erstmal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Kann ich noch? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein. Nein! Kann ich den Topf? Jetzt hör, wenn du so wild bist auf den Eintopf. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen. Okay, der Eintopf ist nämlich ganz besonders wichtig. Wo ist er denn? Habe ich schon übersprungen. Teklas einen Topf. Stärke plus 1. Hell yeah. 95 Stärke. Reicht das für irgendeine Waffe? Da fehlen mir noch 10 Stärkepunkte.
Jarvis. Gut, dann sagen wir eben noch Pepe, dass wir Bulko verprügelt haben und damit wäre die Sache dann auch schon mal erledigt. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ach, du bist ja gar nicht Pepe, was mache ich hier? Und wir müssen noch Patrick finden. Wo ist denn Pepe? Ach, da. Hey! Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Wie viel brauche ich jetzt noch? Ah. Okay, was muss ich machen? Ich muss zu Dexter da oben. Irgendwo. Und ich muss zu den Banditen hinter Sekops Hof. Und das mache ich, glaube ich, auch als erstes. Muss ich sonst noch was machen? Außer halt natürlich zu Lauthagen, aber... Das lassen wir erstmal. Ich habe so einiges gehört. Von mir hatte das nicht. Ich könnte dir Sachen erzählen. Wie sieht's eigentlich mit den Ornamenten aus? Da muss ich doch jetzt eigentlich nur noch zu den Wassermagiern. Ach nee, Hagen hat ja noch ein Ornamentstück. Okay, dann mache ich hier erstmal eine Pause. Und dann sehen wir uns bei Sekops Hof wieder, genau. Also bis gleich, tschüss. Was willst du? Ich glaub bloß nicht, dass ich dich jetzt respektiere, nur weil du einer von uns bist. Ich sag dir was. Egal welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb, nichts weiter. Der ist mir gerade in die Arme gelaufen, deswegen habe ich ganz schnell die Aufnahme angemacht. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Leute von deiner Sorte kenne ich. Große Schnauze, nichts dahinter. Jemand, der sich groß rausputzt und von seinen Heldentaten prahlt, ist mir zuwider. Erst gestern noch habe ich einem der Jungs hier die Fresse poliert, weil er behauptet hat, dass er einen schwarzen Troll mit einer Hand auf dem Rücken zur Strecke bringen kann. Ja und? Was soll das heißen, ja und? Man darf halt nicht alles. Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Wenn du ihnen nur einen Schritt zu nahe kommst, reißen sie dich glatt in Stücke. Ich habe schon einen schwarzen Troll getötet. Dir juckt wohl das Fell, was? Ich sollte dir den Kopf abreißen. Aber ich habe eine bessere Idee. Wenn du so ein toller Kämpfer bist, dann beweise es. Was habe ich davon? Blöde Frage. Deine Ehre und einen heilen Unterkiefer? Ein bisschen dünn, findest du nicht? Sagen wir, ich würde dir eine Menge Geld bezahlen, wenn du mir das Fell eines schwarzen Trolls bringen kannst. Wie hört sich das an? Besser. Worauf wartest du dann noch? Ich hab das Fell eines schwarzen Trolls. Nicht möglich. Zeig her. Wahnsinn. Was willst du dafür haben? Gib mir, was du hast. Okay, ich gebe dir 500 Goldmünzen dafür und lege noch 3 starke Heiltränke obendrauf. Was meinst du? Irgendwann muss das. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist mir zu wenig. Dann eben nicht. Das Fell werde ich trotzdem behalten. Diese Chance werde ich mir nicht. Hey, du! Ich habe mir das schon gedacht. Gib mir mein... Nein. Hey, du! Das höre ich zum ersten Mal. Nee, ich sag's dir an. Ich glaube... Was? Das ist genau das... Ich bin...